Warum aber wurde ausgerechnet in Flotow eine solche Burganlage gebaut? Der Hauptgrund ist die Weser. Sie wurde zu allen Zeiten als Verkehrsweg genutzt. Das heißt, hier an dieser Stelle ist eine Zugbrücke gewesen. Und über diese Zugbrücke ist dann dieser Besucher auf diese Burg zugekommen und hat vor einem massiven Tor gestanden. Dieses Tor war außen mit Blech beschlagen und in diesem Tor ist eine kleine Tür gewesen, das sogenannte Mannloch. Das heißt, wenn der gekommen ist und das Tor war zu, dann hat er sich da bemerkbar gemacht und wurde eventuell in die Burg eingelassen. Weiß man genau, wie tief der Brunnen ist? Also wir haben eben mal mit unserer Leine mal gemessen, da gehen die Meinungen ja auseinander, also wir tippen mal so auf ca. 50 Meter. Durch die THW-Gruppe gut vorbereitet, begab sich ein mutiger Mann auf die Reise in die unbekannte Tiefe. Unter kaum vorstellbaren Strapazen entstand vor über 700 Jahren der tiefe Brunnenschacht. Luft scheint es hier also auch zu geben. Kein Problem. Das Geheimnis ist gelüftet. Die Messung ergab eine Tiefe von 52 Metern. Bei seiner Entstehung war der Brunnen allerdings noch wesentlich tiefer. Der Brunnen sieht ganz hervorragend aus, er ist bis unten hin durchgemauert. Ist nichts Schlammiges und der Grund ist natürlich ein bisschen Laub drin und etwas Unrat. Aber ich habe auch einen Schatz mitgebracht, den ich dort unten gefunden habe. Nämlich zwei deutsche Pfennig. Ja, bitte schön. Ja. Von 1158. 1158 ist der Brunnen gemauert. Als der Graf 1270 stirbt, hinterlässt er keine Erben. Daraufhin nehmen die Ravensberger die Burg Flotow umgehend wieder in Besitz. Aber nicht nur die Grafen von Ravensberg beanspruchen die Burg, auch die Edelherren von Berge hatten hier Rechte. Deshalb wurde die Burg 1282 geteilt. Flotows mächtigster Nachbar im Norden waren die Stadt und der Bischof von Minden. Auch die Mindener versuchten, ihren Machtbereich in den Flotower Raum auszudehnen. Eine für Flotow unheilvolle Situation braute sich zusammen. In der sogenannten Mindener Fehde von 1368 zogen bewaffnete Ritter und Bürger die Herrschaft Flotow, um sich für lippische Überfälle im Mindener Raum zu rächen. Große Teile der Burg, der Stadt, Kloster und Kirche gingen in Flammen auf. In den 50er und 60er Jahren gehörte das Burggelände zu den beliebtesten Ausflugszielen des Kreises Herford. Bei schönem Wetter genossen Hunderte die Flotower Sommerfrische und den herrlichen Blick auf die Weser. Die Ausflügler konnten Flotow mit der Kleinbahn oder dem Fahrgastschiff erreichen. 1949 ist der neue Musikpavillon, die Muschel, errichtet worden. Die jährlichen Pfingstkonzerte der Feuerwehrkapelle sind vielen Flotowerinnen und Flotowern noch in guter Erinnerung. Wir sind am Ende unserer Zeitreise angekommen. Was würden Heinrich und Elisabeth wohl sagen? Könnten sie heute noch einmal ihren Amtshausberg besuchen? Sie würden staunen. Und wir? Wir können uns auf eine spannende Zukunft freuen.